Okay. Ach, und hier ist schon das Ziel. Ich verstehe. Crazy Strecke. Crazy Shit, das Ganze hier. Aber da müssen wir durch. Ach, schon verkackt hier. Da dürfen wir nicht hochfahren. Verdammte Nülle noch eins, du. Ich esse gleich einen Milchreis. Und bin ich männlich? Ach man, wir haben da einfach zu viel Speed drauf. Aber es ist auch immer schwer, den genauen Speed abzuschätzen. Da darf man weder zu viel noch zu wenig drauf haben. Sonst bist du gleich angeschissen. Ich glaube, das bringt jetzt nichts, hier noch weiter zu fahren eigentlich. Nee, das bringt nichts. Das bringt nichts. Wir müssen schon am Anfang hier gut sein. Wenn wir am Anfang gut sind, dann stehen die Chancen höher. Nee, das war nichts. Zu wenig gebremst, würde ich sagen. In Trackmania kann man ja auch gut driften, wenn man die Bremse gedrückt hält. So ungefähr. Ja, das war jetzt nicht optimal, aber... Ach, es war ein Anfang. Jetzt bleib mir bloß von der Pelle, du Idiot. Und jetzt können wir richtig... Na, das klappt nicht. Gleich neu starten. Ich wollte richtig schön raus beschleunigen. Hat aber nicht funktioniert. Nee, das klappt wieder nicht. Das klappt wieder nicht. Ich bin Batman. Nee, ich bin nicht Batman, leider. Ich bin irgendein Idiot, der versucht, Trackmania richtig auf die Reihe zu kriegen. Ja, jetzt richtig gebremst. Jetzt nur keine Fehler machen. Och Mann, ich hab doch gesagt, nur keine Fehler machen. Jetzt hab ich wieder alles verkackt hier. Ich bin total der Kacknoob. Ich bin total der Kackbuhn. Kackbuh. Und jetzt schön raus. Ach nein. Bisschen zu früh raus. Bisschen zu wenig gebremst. Geht besser. So, jetzt können wir hier richtig aus der Ecke raus beschleunigen. Jawohl, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Nein, jetzt... Och, jetzt überholt der Idiot noch dieser abgelutschte Zahnersatz, der... Boah, ich hab... Nee. So, jetzt hier richtig Stoff geben. Jetzt. Jetzt, jawohl. Uiuiui, das war aber auch knapp. Und gleich wieder 400 Plätze nach oben gepusht worden dadurch. Was haben wir jetzt? A15, da bin ich schon gespannt. Die letzte Strecke der A-Reihe. Ich glaube, weiter wird dann die Demo hier gar nicht funktionieren, oder? Ich lasse mich überraschen. Das schaffen wir schon. 3 Runden, okay. Wieder was Rundenbasiertes hier. Okay, hier geht es wenigstens schon mal ein bisschen in Schrägen über. Ist schon mal was Interessantes. Zumindest ein bisschen interessanter wie die anderen Strecken. Wow, wieder gehupt, ich Idiot. Boah, ich muss ja die Strecke erstmal... Wie schnell fährt denn der Idiot? Das gibt's doch nicht. Wie kann man so schnell fahren? So. Du Idiot da. Das war schon wieder zu viel ins Rutschen gekommen, würde ich fast meinen. Wow. Ach, fuck. Das war schon wieder abgekackt hier. Oh, das ist schwer. Also die Strecke, ich bezweifle schon fast... dass wir hier Erster werden können. Zumindest nicht ohne viel Training. Also das hier ist schon eine harte Nuss für mich. Hier habe ich ganz schön zu knabbern, du. Mehr wie an so einer Butterbreze oder an so einer Salzstange habe ich hier zu knabbern. Ach, das war nix.
Mann, oh Mann. Und davon auch noch 3 Runden. Heilige Scheiße. Adam, ja, Maria, Josef und Hotzenplotz-Räuber. Ne? Wow. Nein, 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 nein. Das klappt nicht. Ja, richtig eng fahren musste. Du musst so eng fahren, dass du durch die Barrikaden willst. Alles andere wäre ja Schwachsinn. Wer hat das gesagt? Löw, glaube ich, ne? Jogi Löw. Alles andere wäre ja Schwachsinn. Okay. Ach nee, das wird nix. So, jetzt können wir raus beschleunigen. Jawohl, jawohl. Okay, der hat ein bisschen... Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, der hat nicht zu viel Speed drauf. Wir haben zu wenig. Okay, das wird nix. Ich sag jetzt schon wieder, das wird nix. Obwohl wir nur eine Sekunde im Rückstand liegen, aber eine Sekunde ist bei Trackmania ziemlich viel, Leute. Naja, das wird nix. Oh Mann, oh Mann. Nee, ich glaube, das wird nix. Also ich glaube, an der Stelle können wir das Let's Play angezockt soweit abbrechen. Ich glaube nicht, dass das was wird hier mit uns. Ohne dass ich euch viel Kopfzerbrechen bereite und viel Kopf gegen die Wand klatschen und so weiter. Also Kopf gegen die Wand klatschen ist bei mir eine Sache, da müsst ihr euch bei mir dran gewöhnen. Bei mir wird es öfter mal was geben, wo ihr euch den Kopf gegen die Wand klatschen könnt. Wie hier schon wieder. Aber bitte vermeidet Blut oder so, ne? Also schön vorsichtig den Kopf gegen die Wand klatschen, dann habt ihr meine Permission. So. Dann musst du eng wie die Sau fahren. Richtig eng muss das sein. Nicht zweideutig sehen. Ja, ach, ganz kurz vom Gas gegangen. Und jetzt können wir hier rausziehen. Das sieht super aus. Verdammt, zu viel Speed verloren, zu viel Speed verloren. Jetzt kann ich schon wieder abbrechen. Ja, ihr seht, Trackmania ist wirklich ein äußerstes Präzisionsspiel und vor allem auch ein äußerstes Geduldsspiel. Also wer dazu neigt, schnell mal die Geduld zu verlieren und am Faden zu drehen oder zu hängen, ne, der sollte lieber die Finger von Trackmania lassen. Weil nicht, dass dann noch euer Equipment drunter leidet, weil manche verprügeln dann ja alles an ihrem PC oder so, da kann ja auch nichts dafür. Ach, verdammt. Ach, naja, jetzt... Ach, Mann, das war richtig kacke jetzt am Ende. Puh, oh, immer ruhig Blut, Brauner, ruhig, ruhig. So, hier musst du wirklich eng wie die Katze fahren. Das war schon wieder zu viel Speed. Also wenn ihr... Also zu viel Speed raus. Man darf nicht solche Bremsschlieren ziehen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war jetzt so gut, die Kurve. Das hat so gut angefangen. Und dann haben wir es doch wieder richtig verschissen. Also wenn ich jetzt noch mehr verscheiße, dann habe ich wirklich bald... Also muss ich bald meine Hose leeren, weil die gestrichen vollgeschissen ist hier. So, das sieht doch jetzt gar nicht mal so verkehrt aus. Schwarze Schlieren gezogen ist schlecht. So, jetzt beschleunigen wir wieder hier raus. Wir sind im roten Zahlenbereich, das ist ganz schlecht. Rot ist schlecht, müsst ihr euch merken, unbedingt. Nicht vergessen, Rot ist schlecht. Ah, das wird nix. Oh, 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 jetzt haben wir hier aber gut Speed zugelegt. Wow. Das war der vor uns, das war nicht ich. Ich habe nicht gerade geschissen hier, gefurzt. Das war der, der hat Bremsspuren gemacht. So, Moment, Moment, das... Oh, Mann!
hätten wir das jetzt nicht angeeckt, dann hätte ich gesagt, hätten wir es noch schaffen können. Wir hätten nämlich wieder richtig schön Speed aus der Kurve ziehen können dann. Aber so war schon wieder Arschlecken angesagt. Da hängt das Arschlecken langsam raus. Ich habe keinen Bock, immer Ärsche zu lecken. So, probieren wir es jetzt nochmal. Schön wieder mit einer Hubeinlage kombinieren. Natürlich. Ja, mit einem Bremsspurreifen. Oh hier, jetzt haben wir richtig zugelegt. Das sieht jetzt gut aus allerdings. Das sieht jetzt richtig gut aus mal für uns. Was ist denn jetzt los auf einmal mit uns hier? Habe ich gerade einen Zauberfrosch geküsst oder was? Och nein! Och nein! Och nein! Nein, 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 nein! Das gibt's doch nicht! Jetzt darf ich wieder einen Zauberfrosch küssen und meine Hose ist mittlerweile schon wirklich voll geschissen. Och Mann, das war gerade so gut! Ja, ihr merkt schon, Trackmania ist auch ein Spiel, wo man wirklich sich aufregen könnte bis zum geht nicht mehr. Och jawoll! Ich sollte mir überlegen, dann langsam aufzuhören, um hier nicht noch live in der Aufnahme irgendwo meinen Controller wegzuflacken und gegen meinen PC zu treten. Das wäre nicht schön. Ah, Moment. Jetzt sieht es wieder ganz akzeptabel hier aus. Zwischenhupe. Jawohl. Das war auch gerade gut. Oh, das war wieder nicht so gut. Ja, ja, der... Oh, Mann. Der kommt da rausgeschossen. Eieieiei. Also, wenn das hier noch was werden soll, dann... Dann muss uns, glaube ich, jetzt irgendeine höhere Macht helfen. Ja, ja, das hat es uns nicht, natürlich. Mann, oh Mann. Unten rechts ist natürlich der Speed angeblendet, den man mit so einem Trackmania-Car erreichen kann. Das ist natürlich jenseits aller Vorstellungskraft. Da gab es auch mal so eine Trickfilmserie, glaube ich, so Hot Wheels-mäßig oder sowas waren die. Die sind da auch Loopings und alles gefahren. Das war eine richtige Serie. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Was war denn das für eine Serie? Probieren wir jetzt noch mal unsere Bestes hier. Unsere Bestes. Jetzt geben wir alles. Oder gar nichts. Ah, Moment, geben wir noch alles? Scheiße, schon wieder ein Bremsstreifen gezogen. Manche sind auch in der Lage, einen Bremsstreifen in die Hose zu ziehen. Vor allem die kleineren Kinder, die ziehen gerne mal irgendwelche Bremsstreifen in die Hosen. Das merkt ihr dann, wenn ihr vollgeschissene Schlüpper habt. Oh! Eieiei! Nur keinen Fehler machen jetzt. Ich fasel mir schon wieder einen Bär hier. Au, 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 Speed verloren! Scheiße! Jetzt kann ich es schon wieder vergessen hier. Naja, ich glaube, das kann ich vergessen. Der da vorne wird keine großen Fehler mehr machen, der Affe. Der macht ja ständig alles perfekt. Hup. Ach, richtig klasse, Mann. Abgedummt. Mann, Mann, Mann. Da können die mich richtig aufregen, diese Spackopfosten. So, hup, hup. Die Schnauze. So, jetzt geht's hier richtig weg. Hup. Mann, was ist denn das für eine durchgesülzte Affenscheiße? Was gibt's denn nicht? Komm schon. Kopfhörer zurechtgerückt. Die drücken auch schon am Ohr hier. Geh mir bloß nicht auf den Piss, du rote Peperoni-Schale, du. Steck ich sie dir in den Arsch, dann weißt du, was brennt. Ja, quietsch, quietsch, hup.
Mann, oh Mann. 1600stel, was ist denn das für eine Scheiße? Wir müssen Schlieren ziehen. Na, ich komme schon wieder zu schräg. Ich verliere Speed. So, jetzt, das könnte was werden. Schon wieder viel zu viel Speed verloren. Scheiße. Oh, wir sind aber noch 84 Hundertstel im Vorsprung. Scheiße, scheiße, ich komme schräg. Nee, ich komme gerade. Nein! Verdammte Affenscheiße, verdammte Dreckssülze hier. Ich könnte kotzen. Das gibt's doch nicht. Am Schluss. Am Schluss hat's mich richtig weggebrettert. Ey, das gibt es nicht. Ja, oh, jetzt darf ich nochmal dieser... Moment jetzt. Ruhig bleiben. Und dann, wenn der Typ nochmal auftaucht, bam, voll aus dem Bild treten. Das würde ich jetzt am liebsten machen. Ruhig bleiben. Und dann, wenn der Typ nochmal auftaucht, bam, treten voll aus dem Bild. Und rechts und links und einen wegtreten, die Fresse rein. Bam, bam, bam. Mit dem Kopf und mit den Füßen. Und dann auch nochmal mit dem kleinen Finger, ne? Also vor allem mit dem kleinen Finger. Haut Bam nie gerne mal was rein. So, probieren wir es einfach nochmal. Stadium Mania Planet. Bam, 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 bam. Oh, das war so schön. Das hätte schön werden können. Wenn dieser rote Lackaffe nicht neben mir gefahren wäre. Nie mit Kelle, wenn ihr nicht beleidigt werden wollt. Nein, also meistens ticke ich nur bei PC-Gegnern so aus. Nicht bei richtigen. Man muss sich schon auch beherrschen können. Vor allem auch, wenn man miteinander spielt. Dann sollte man das natürlich gesittet machen. Mit einem gewissen Maß an Anstand herangehen an die ganze Sache. Es ist ja letzten Endes doch nur ein Spiel, um auch mal hier ein paar glorreiche Floskeln von mir zu geben. Na, könnte es jetzt was werden? Könnte es jetzt was werden? Könnten wir jetzt hier den Durchbruch erzielen, den wir uns eigentlich mehr als verdient hätten? Sieht ganz danach aus. Das sieht ganz danach aus, Leute. Jawohl, es sieht danach aus. Ach ja, wunderbar. Und wieder 700 Plätze aufgestiegen. Ach, sehr schön. Nach einigen glücklosen Versuchen dann doch geschafft. Ja, das war's auch schon, was uns hier übrig bleibt in der Demo. Also hier grün, blau, rot und schwarz wird uns jetzt natürlich nicht freigeschaltet, da wir das Spiel natürlich nicht haben, sondern es lediglich eine Demo ist. Ich hoffe aber, es hat euch soweit gefallen, das Spiel. Und ja, ich weiß noch nicht, ob ich mir das Spiel kaufen werde. Vielleicht, vielleicht auch nicht, mal gucken. Aber ja, vielleicht sieht man sich ja auf der Strecke, nicht wahr? Ist auf jeden Fall wieder ein sehr cooles Spiel geworden, Trackmania 2 Stadium. Geht wieder in die Richtung der anfänglichen Trackmania-Spiele, also Trackmania Nations und Nations Forever, glaube ich, hieß das erste. Das war das kostenfreie, ne? Und dann gab es noch Trackmania United Forever. Das war das, was man sich kaufen konnte, musste, wenn man es spielen wollte. Und dann kam ja schon Canyon raus, soweit ich weiß. Storm, achso, Storm war ja was anderes. Dann kam ja Canyons raus, genau, Trackmania 2 Canyon. Und jetzt geht es hier wieder in die Stadium-Richtung. Ist wirklich sehr, sehr an das erste angelehnt, United Forever, im Prinzip Nachfolger, könnte man so betrachten, würde ich jetzt so meinen. Hat mir auf jeden Fall richtig gut gefallen, ich hoffe euch auch. Und wenn ihr mehr sehen wollt und so weiter, einfach mal Feedback geben und ja, mal schauen, was ihr davon haltet. Und vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal auf der Piste. Bis dahin, adios und ciao.
Bleibt mir treu und bleibt wie seid. Dann ist es bis zur nächsten Folge auch nicht mehr weit. Bis dahin und Aloha, euer Keldurio. Tschö mit Ö.